Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rasenmähergeräuschen. American Truck Simulator. Ich bin so froh, dass mein Mikrofon relativ gut gerichtet ist, sodass man sowas nicht hört. Idaho. Und weiterfahren. Sind aber noch 100 Meilen oder so. So maximal 100 Meilen. Oh, war sogar gerade unter 100 Meilen, oder? Oh ja, 93. Auf geht's. Neue Route finden. Können wir hier die Abstrecke gleich nutzen, um Schwung aufzubauen? Geradeaus. Und auch nicht zu beschleunigen. Let's go! Lass mich rein oder nicht? Oder fahr jetzt los, fahr vorbei. Dann dabei. Okay. Wenn er mir schon Platz macht, sollte er vielleicht ein bisschen mehr Platz machen. Aber gut, hat er gepasst. Von daher. Oh, da vorne. Okay, muss ich die zweite Ausfahrt nehmen, wie es aussieht. Achso, ja, nee. Einfach auf der Straße bleiben. Verstehe. Was ist hier vorne los? Alter, hier ist... Alter! Ey, boy! Oh, hab jetzt davon, du Arsch. Was? Ein Opfer. Ein geopfertes Opfer. Oh, ich blinke immer noch die ganze Zeit. Ja, gut! Kann ja mal passieren. Ah, davon war viel. Mal langsam vom Gas gehen hier. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber wer bleibt auf, oder? Nee. Ist das Autobahn? Nee. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Don't
Und nach dem weißen Alkohol können wir. Was ist denn da los gerade? Achso, Ampel. Tesla! Du Hurensohn! Oh, ah, wir haben gelb geschafft. Ja, war gelb. Siehste? Habt ihr gesehen? War hundertprozentig komplett astrein RGB gelb. Ja. Ja, da blinkt was. Was heißt das? Rechts halten. Prepare to stop when flashing. Ah. Eine Ampel für die Vor... andersrum. Eine Vorampel für die Ampel. Verstehe, verstehe. Biege nach rechts ab. Digga, das sieht jetzt voll cool. Nein. Fahrt das eh gleich vorbei. Schöne Gegend hier. Holy shit. Sehr idyllisch hier. Auf jeden Fall sehr, sehr idyllisch. Auch hier mit den ganzen Höfen, Feldern, meine ich. Alles. Gedingsgedöns. Gut, das ist ein bisschen Industriegebiet, ja. Trotzdem sehr geil. Oh, eine richtige Allee. Das ist ja cute. Das tun gefallen mir. So, wo muss ich jetzt am dümmsten hin? Ich muss da hinten irgendwo hin. Links oder rechts? Das ist ein Baum? Ich glaube, wir fahren mal hier links. Sieht richtigerer aus. Oh, Solarpanels, Digga. Let's go. So, jetzt ist die Frage. Da hinten steht ein Auflieger. Ich schätze also, ich muss mal auch da irgendwo... Ja doch, genau. Ich muss da hinten... Der hätte ich also doch gerade ausfahren können. Ich versuche mal hinten rumzukommen. Sieht einfacher aus. Bin mir aber nicht sicher. Ja doch, wir kriegen sogar mal rum. Ah, oh ja. Okay, wir hätten noch andersrum rein müssen. Oh, das ist wieder so ein automatischer Roboter. Bagger, wie wir auch drauf haben. Und der ist grün und unserer ist gelb. So, müssen wir einmal wenden. Aber kommt auch noch um das Haus. Oh, man kann sogar durch. Oh, wie cute. Hm. So, und dann einmal gerade drauf zusteuern. Und alle kommen. Nice. Und wir haben das nächste Level erreicht. Dann setzen wir mal jetzt einen Punkt in... Explosiv haben wir. Flammbare Sachen wäre auch vielleicht ganz geil. Brennbare Flüssigkeiten. Ja, Klasse 3 wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ja, ich glaube, wir machen als nächstes 3. Benzintransporter sind in Amerika auch sehr weit verbreitet. Kriegen wir also garantiert auch ein paar Aufträge für. So, wir haben 75. Das reicht für gar nichts. Ich guck mal ganz kurz bei unserer Firma, bei unseren Fahrern. Hier müsste aber eigentlich alles gut aussehen. Oh, schon 3. Wow. Okay, wir haben also schon eine High-Level-Mitarbeiterin.
von dir sind noch ganz weit am Anfang. Da ist noch gar nichts passiert. Wobei, wir jetzt zumindest beide einmal Fernfahrer schon mal drin. Gar nicht mal schlecht. Nice. Gut, dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal eine kurze Mission für 20 Minuten. Das muss aber eine sehr kurze Mission sein. Was bist du? 500 Meilen, definitiv zu viel. 1000 Meilen. 700, 800. Ist hier irgendwas Lukratives dabei, was kurz ist? 700, boah, Alter, 2000 Meilen, let's go. Ah, ist einmal quer über die gesamte Map. So ziemlich. Aber leider ein bisschen zu viel. 2400, Digga, das wird immer länger. Damn, Daniel! Aber dafür 100.000 Euro, ne? Also 110.000 sogar. Also schon. Sehr, sehr schnieke. Hier, 26, das ist doch. Auch 500 Meilen. Okay, wir müssen noch ganz weit runter, wir müssen auf. 15! Das sind 300. Auch für 15 Meilen. Schaffen wir auch nicht. Verdammt! Gibt's nicht was ganz, ganz Kurzes, was super lukrativ ist? Das kann doch nicht angehen. Gut, dann da verbringen wir halt die letzten 20 Minuten damit, einen Auftrag rauszusuchen für 20 Minuten, den wir dann eh nicht mehr schaffen, weil die 20 Minuten bereits rum sind. Damn, Daniel! Das müsste irgendwas unter 10.000 sein, aber sowas nicht, gar nicht. Ah, hier 13. Das ist 300 Mal immerhin. Das ist auch relativ knapp. Goddammit. Ja. Das, ja, perfekt. Wie lange ist hier? 126 Mal. Let's go. Leben wir einfach. Auch so durch. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt geladen haben. Oh, diese LKWs, die ich so gerne selber mal fahren würde. Denn du kannst da hinten ganz klassisch Auflieger raufklatschen. Ja, hat eine richtige Aufliegerkupplung. Es wäre also ein ganz normaler LKW, letztendlich. Aber es wäre garantiert so cool, damit rumzufahren. Fertig zum Losfahren. Will ich haben. So, wir müssen erstmal hier. Kann man da hinten in den hinteren Bereich? Oder das ist grau. Das heißt, da kann man wahrscheinlich rauf. Die ist natürlich auch machen. Ne, kommen wir noch nicht rauf. Na gut. Gut. Boah, wie der LKW klingt, Doc. Damn it, ey. Klingt wie so ein Düsenjet, hat aber die Antriebskraft von einem Trabi. Damn, Daniel! Ist das Ding laut? Man hört die Musik gar nicht mehr. Mach jetzt auf hier. Ey, Junge. Ich glaube, 15 Tonnen. Okay. Verstehe. Also die Musik ist halt komplett weg. So, also. Biege nach rechts ab. Aua! Ah! Auch voll mitgenommen. Alter, warum ist der LKW so laut? Das ist ja verrückt. Hau so eine Ampel bei der Auffahrt.
Der stand doch gerade eben noch. Warum fährt er auf einmal los, wenn er sieht, dass ich fahre? Was für Opfer. Sonnenuntergang. Wir könnten sogar einmal schlafen gehen. Ich glaube, das sollten wir machen. Damit wir dann auch in der nächsten Mission wieder am Tag starten. Also die nächste Mission wieder zu und wieder eine Nachtmission. Genug Reserve haben wir dafür. Wir haben 17 Stunden, warum auch immer. Schon wird's dunkel. Perfekt abgepasst. Auch wenn der Himmel wieder extrem hell ist, na, wobei über uns ist ein bisschen der Ringwolken, ja. Boah, da hinten ist auch noch... Alter! Das sieht ja krass aus. Holy shit.
Not bad. Geht's auch schon wieder runter. Na gut, geht doch bloß noch 20 Meilen. Pulilei! Oder nee? Oder doch? Doch. Damn, Daniel! Alter! Irgendwie ist die Fahrbahn so rutschig, ich weiß gar nicht warum. Immer geradeaus. Haben wir schon wieder fast 100.000? Können wir also schon fast bald den ersten Kredit zurückzahlen? Oder wir fangen gleich noch ein bisschen weiter, damit wir uns dann den nächsten LKW, den ersten eigenen LKW holen können. Wobei, da müssen wir wahrscheinlich erwarten, bis wir 200.000 haben. Also, es lohnt sich auf jeden Fall doch den Kredit erstmal zurückzuzahlen. Bis wir dann den nächsten Kredit zurückzahlen können. Aber statt den zurückzuzahlen, holen wir uns dann wieder den Kredit. Dann haben wir wieder 200.000 und können uns damit dann, oh, dann definitiv in einen LKW. Oh, dann blitzt es. Der LKW holen. Endlich einen eigenen LKW. Uhu. Ich freue mich schon. Gott, so viel Chrom vor mir, ey. Komm mir vor wie in 18 Wheels of Steel. Wo auch die immer so viele Chromoflieger unterwegs waren. Wieder Polizei. I see you. Der hätte auch viele. Der hat viele Polizisten. Das ist auch ein Polizist, oder? Der hinter mir da. Ja. Da ist noch ein Polizist, aber was ist hier los? Sag mal. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Alter. Sieht das gut aus, das Wetter. Donnerwetter ist das ein Wetter. Nur? Holy shit. Da bin ich ja zu früh schneller. Oh, wieder ein Blitz. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Halt die Fresse. Das heißt, dann können wir. Ja, nee, können wir noch nicht zurück sein. Aber nächste Folge heißt es denn. Sobald also wir den ersten. Also so 100.000 haben, können wir dann einmal zurückzahlen. Und wenn wir dann wieder 100.000 haben, so ungefähr, können wir dann mal gucken, einen eigenen LKW. Mit 200.000 sollte das gehen. Ja. Bin ich recht zuversichtlich. Sehr nice. Gut, na dann. Bis dann.